Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Goodbye Deponia. Oh Mann, Rufus braucht eine gute Idee. Siegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Das bedeutet, wir sollten wirklich nichts Dummes tun. Wir brauchen irgendeine gute Idee. Hey Doc! Komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Siegel hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Oh Mann. Tja, ich glaube, die sind alle keine Hilfe. Ich glaube, wir brauchen jemand anderen, der den Job übernimmt. Jemand, der uns aus dieser misslichen Lage noch befreien kann. Also dann, Rufus. Kann ich mehr mit Ihnen interagieren? Na gut. Dann gehe ich halt wieder. Hehe. Ach ja, die sind ja immer noch gefangen. Na, wenn dem so ist. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Aber warum denn? Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Hey, ich will einen neuen Cowboy Dodo Song hören. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Den Wachmann, Oppenbott. Oh, schau mich an, schau mich an. So, doch so lange. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Oppenbott hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Oppenbott hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Oppenbott hat dieses... Okay, was haben wir noch? Ich weiß, was wir haben. Aufgepasst. Und jetzt... Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Na also... Und schon können sie interagieren. Dann gucken wir uns die Sache doch mal an. Wir könnten ja die Nukleinsäure... Das erledige ich lieber allein. Bull soll wissen, welcher Rufus sie gerettet hat. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Das erledige Bull... Gut. Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Na gut. Überall erreichbar. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zu Goal kommen. Aber das will nach wie vor immer noch nicht so richtig, ne? Tja, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir doch mal gucken können, was wir an Gegenständen noch haben. Also der hat nichts mehr im Inventar. Der Grüne hat nur noch zwei Dinge im Inventar, die er nicht weitergeben will. Und der mittlere Rufus, der Abdruck, Elysium-Bild, Heldenfoto. Ist so die Frage, ob uns das hier irgendwie weiterhilft. Wenn ich das
Elysium-Bild jetzt hier. Ja, natürlich. Es ist gerade so spannend. Wie, es ist gerade so spannend? Ah, nee, geht ja gar nicht. Stimmt, deswegen. So, und jetzt können sie tauschen. Ah, ja, sorry. Es gab ja doch keine direkte Verbindung. Gut. Das Elysium-Bild. Klar, das muss aufs Fass. Und so kommen wir doch einfach bestimmt nach Elysium. Nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Na also. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Na dann, rein da. Ist da jemand? Hallo? Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Was sollte man denn sonst in Elysium benötigen? Nein! Goal? Ja. Musste denn das jetzt sein? Dann gehen wir mal dahin, hä? Hier. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Schön. So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Mach das mal, Oppenbot. Schön langsam. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun... freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Yay! Na, da freuen wir uns doch. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich mich hier jemals gut umgeguckt, gibt es hier eventuell noch Schnabeltiereier oder sonst was? Es fehlen ja, glaube ich, noch drei oder vier Stück. Die werden ja nicht alle auf Elysium sein, oder? Beziehungsweise im Hochboot. Da ist es also. Das letzte was für... Ja gut. Auf zu den drei Fragezeichen, Robin. Na, guck mal einer an. Wen haben wir denn da wieder? Bitte nicht wieder wegen Minigames ausrasten. Ihr dachtet doch nicht etwa, dass wir diesen aufwendig gestalteten Screen zu sehen bekommen, ihn aber später nicht noch einmal besuchen. Nein, 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 weit gefehlt. Denn dieser Raum, ich kann es ja schon mal andeuten, dient als Bühne für die letzte Entladung meiner Verwechslungskomödie. Stimmt gar nicht, ist nicht die letzte, aber eine der komplexesten oder komplexeren. Genau, das werdet ihr gleich sehen. Ich bin nur froh, dass hier an dieser Stelle Simones Grafikerteam schon wahrscheinlich viel zu müde war, weil dieser Screen sehr weit hinten in der Hierarchie steht, beim Aufnehmen der dafür erforderlichen Animation, um wirklich effektiv noch widersprechen zu können. Die haben einfach alles nur noch aufgeschrieben mit einem traurigen Kopfschütteln und haben gesagt, okay, ah ja, ja, ah, okay, das auch noch, oha. Ja, sehr viele Animationen in diesem Raum. Und krass, dass wir die alle zusammen geskriptet bekommen haben. Eine kleine Verneigung vor Simon. Guten Abend. Simon! Du bist der Beste. Ja, sehr schön.
Ich fresse einen Besen, wenn hier nicht die Datasette mit den Aufstiegscodes drin ist. Ich würde mit solchen Wetten allmählich vorsichtig sein. Du hast schon den Namen Onkel Humpelfried. Na egal. Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen Alarm auslösen. Alarm! Das würde natürlich so schwer sein, an so einen Code zu kommen. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Aber echt. Ach, Simon. Na ja, gut. Das Diktiergerät. Aha. Argus, sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3... Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Das war eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Nochmal. Nochmal Cowboy Dodo singen. Oh yeah! Na, großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Buch! Alarm! Unsinn, Oppenbot, die Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Der gute alte Geist des Gelingens. Wer hätte das gedacht? Es gibt tatsächlich jemanden, der in diesem Outfit noch bescheuerter aussieht. Absolut. Der gute alte Geist des Gelingens, ja. Manchmal ist er auch mir gewogen, aber leider viel zu selten. Was war das? Schon besser. Ah ja. Aber zur allergrößten Not gibt es ja immer noch den Geist der Komplettlösung. Nein, Quatsch, den werde ich hier nicht brauchen. Ah, aber dafür brauche ich unbedingt noch einen Pokékopf. Moment, geht nicht. Dann geht das nicht. Jetzt geht, warte, so, oh. Ja, die Mini-Datasetten haben sich ja leider nie durchgesetzt. Schade eigentlich. Gutes Format. Und vor allen Dingen habe ich meine ganzen Fifi-Funkelfee-Datasetten damals noch darauf überspielt. Tja. Und sonst die ganze Arbeit gemacht. Genau. Ach, Fifi-Funkelfee. Also dann. Die Datasette ist im Safe. Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie es schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Sollen wir es überspielen? Ich glaube, was anderes. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich mir zuerst den Code merken. Na gut. Alternativ können wir natürlich auch die Datasette rausholen.
Und was machen wir jetzt damit? Ah, den Alarm ausschalten. Nichts. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Gut. Das wäre erstens extrem verdächtig und würde zweitens zu überhaupt nichts führen. Aber warum denn? Das geht auch unauffälliger. Aber... Das geht auch unauffälliger. Och, Mann. Wir könnten natürlich auch mit dem Diktiergerät selber mal gucken. Ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch genau liegen. Genau. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. Und das heißen. So, jetzt aber. Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Ali, hallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ali, hallo? Komm. Sprich mit mir! Wir hören ihm doch ein bisschen zu, oder? Hast du gehört? Sprich mit mir! Tja, niemand will mit dir sprechen. Ali, hallo? Kein Schwein ruft dich an. Keine Sau interessiert sich für dich. Das geht auch unauffällig. Hast du gehört? Sprich mit mir! Dann sollten wir vielleicht so tun, als wären wir die Nachricht, oder? Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination laut I am an Idiot. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Ich probier's mal damit. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich IMNEDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Das ist gar nicht auffällig. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum Alarm! Alarm! Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus! Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Auch nicht. Er soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Gut, dann sollten wir uns das Diktiergerät mal wieder schnappen. Und dann ab dafür. Weil jetzt sollten wir doch ans Fenster können, oder? Genau. Aber was mache ich jetzt damit? Die mich doch. Ja, ist ja gut, dann mache ich das halt nicht. Na, warte mal. Warte mal. Könnte es eventuell sein? Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437.
Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Genau. Und jetzt überspielen wir das Ganze noch, oder? Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Wie wär's damit? Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Perfekt. Na gut. Dann sollten wir jetzt am besten das Diktiergerät wieder hinlegen. Und wenn er als nächstes die Nachricht abhört, war es bestimmt eine gute Idee, das mit dem Schreibtisch aufgenommen zu haben. So, okay, Alarm aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Und jetzt nichts wie weg hier. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Sehr schön. Jetzt sollten wir doch die Möglichkeit haben, an den Tresor zu gelangen. Oh nein. Das muss Cletus sein. Wie schafft er es nur immer wieder, sich zu befreien? Das ist doch nicht zu fassen. Aber egal, das ändert nichts an unserem Vorhaben, oder? Wir gehen da trotzdem jetzt hin. Und dann? Ich fresse einen Besen, wenn ihr nicht die Datasette mit den Augen... Ja, ist gut, Onkel Humpelfried. Besser nicht. Also, wie war das jetzt gleich? I-M-N... Nee, Moment. Ach, verdammte Kiste! Alarm! Oh. Alarm! Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Hoppenbott! Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Also ich weiß ja nicht, Rufus. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Golds Geburtstag. 4473? Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Na, du konntest dir immerhin merken, dass es nicht Golds Geburtstag ist. Endlich. So halbwegs zumindest. Es ist immer gut zu wissen, wann nicht der Geburtstag von jemandem ist. Die Aufstiegskurz. Endlich. Endlich. Nichts wie raus hier. So schön diese Szene hier auch ist. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald, oder muss ich die Beine machen? So, und raus da. Aber ganz schnell. Rauskommen, habe ich gesagt. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. So,
Die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch! Die anderen beiden... Was zum... Aua! Oh Gott, das könnte zu viel für Tony sein. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au contraire, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Die größte. Und ob es die wird. Schaut genau hin. Genau. Tja, aber wie Goal wieder groß wird. Das. Heben wir uns für den nächsten Part auf. Fieser Spannungsbogen, nicht wahr? Wird auch mal wieder Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.